Die Glocken waren verstummt, Orgelklänge rauschten aus der Kirche und ergossen sich über den weiten Platz. Regina setzte sich auf den Brunnenrand. Ihr Gesicht war nur mehr eine starre Maske aus Stein. Dann tauchte sie ihre Hand ins Wasser und benetzte Stirn und Schläfen. Der kleine Koffer stand neben ihr am Boden, und sie dachte wehmütig an das Bild von ihr im Silberrahmen, das sie ihm hatte mitbringen wollen. In Seidenpapier gehüllt lag es im Koffer. Wie ein Steinbild saß sie da, ganz unbeweglich, die Hände um das Brunnenrohr verkrampft. War das seine ganze Liebe gewesen? Eine Seifenblase nur an einem Strohhalm, in der sich die Welt farbig spiegelte? Ein Windhauch konnte sie wegheben und zergehen lassen. Oder war vielleicht doch alles nur Täuschung? War der Mann in seinem Hochzeitsstaat gar nicht ihr Hans? War er ihm nur ähnlich? Sie wusste, dass sie sich selbst betrog und sich das nur vorsagte, um noch die Kraft aufzubringen, die paar Schritte zur Kirche hinzugehen. Hinter einem Pfeiler blieb sie stehen und sah starr nach vorn, wo vor dem Altar auf einem rotsamtenen Betschemel zwei Menschen knieten. Der Pfarrer stand vor ihnen. An der Haltung seines Kopfes erkannte sie ihn wieder, an seinen Schultern. Sie hatte doch jede Einzelheit seines Wesens tief in sich eingeschrieben. »Ja«, sagte der Mann jetzt auf die Frage des Pfarrers. Es war eine kleine, bedrückte Stimme. Aber es war seine Stimme. Und ja, sagte das Mädchen an seiner Seite. Ihre Stimme klang fest und froh. Dann breitete der Priester die Stola über beide Hände.